Ladies Entertainment. Euro-Video Medien. Und willkommen zu einem neuen, weiteren Let's Play. Und zwar zu Silence. Hier oben steht's. Und wir sollen eine beliebige Taste zum Starten drücken. Also, dies ist ein Point-to-Click-Spiel. Also, das ist jetzt kein Weltspiel, wo ich jetzt herumlaufen muss oder sowas. Ein Point-to-Click-Spiel. Ich fand, es sah einfach wunderbar, bildschön aus und klang auch sehr interessant. Deswegen hatte ich gedacht, das nehme ich mal auf. Beziehungsweise das spiele ich mal. Und das wollte ich mit euch dann teilen. So, wir drücken mal auf Spielen. Und ja, neues Spiel starten. Und dann schauen wir mal. Also ein herzliches Willkommen zu Silence. Mit von Löhr Gameplays als Hobby. Und wir fangen mal an. Wir müssen in den Bunker! Und noch einmal ein herzliches Willkommen zu Silence. Was jetzt nicht unbedingt einen sehr schönen Anfang, ein sehr schönes Anfangsvideo hat. Eher ein heftiges. Und es lädt.
Hier sehen wir mich zumindest schon mal wieder. Das Spiel steht auf Sparflamme. Oh, Video. Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Klicke auf eine der beiden Dialogoptionen, um deine Schwester Reni zu beruhigen. Sag ihr, dass du keine Katastrophie im Griff hast. Klaustrophobie. Sag ihr, dass die letzte Panikattacke schon Monate zurückliegt. Was klingt beruhigender? Also wir haben also eine Klaustrophobie. Jetzt ist die Frage, was sagen wir? Ich hab's im Griff. Wir halten das schon aus, Rainy. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Sie hat recht. Was weiß Miss Clock schon? Miss Clock behauptet auch, dass die Zunge schwarz wird, wenn man flucht. Hier ist es auf jeden Fall sicherer als draußen. Das stimmt. Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Das war nicht so gemeint. Noch harmloser konnte man das nicht sagen. Ich wollte dir keine Angst machen. Rini, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren. Ich verspreche es. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Tja, da hätte er sich lieber überlegen sollen, was er sagen soll. Das war ja ein bisschen heftig von ihm gerade als Bruder. Also, klicke auf den Boden, um dich dorthin zu bewegen. Aha. Führe die Maus über eines der vielen Objekte. Klicke, wenn der Cursor seine Form verändert, um damit zu interagieren. Zum Beispiel Lampe oder Fernsehen. Okay. Mein Ohr juckt. Wir haben hier eine Socke. Was haben wir denn noch? Hier vorne haben wir wohl nichts. Mit Reni reden, ein Schrank. Den Lampenschirm und Fernseher. Nehmen wir erstmal die Socke. Socke klingt immer gut. Ach, schau mal. Da ist ja die Socke, die ich letzte Woche gesucht habe. Jetzt ist bestimmt wieder die andere verschwunden. Socken gehören zusammen und trotzdem fehlt immer eine. Ist doch komisch, findest du nicht? Nein, das ist sogar ziemlich traurig. Okay, Socke, also nein. Wir gucken mal, was im Schrank ist. Ein kaputter Spiegel. Ob der hilft, ich weiß ja nicht. Ein ganz normaler Spiegel. Na, normal ist er nicht. Der ist ja immerhin zersprungen, kaputt. Ich weiß nicht, ob Fernseher oder Lampenschirm was bringen soll. Ich schaue jetzt einfach mal, dass ich mit der rede. Reden hilft eigentlich meistens eher, um jemanden ruhig zu stellen und zu beruhigen. Komm, lass uns an schöne Dinge denken. An die Schaukel hinterm Haus, Grießpudding, Schneemann bauen mit Sarah und... Na gut, Fernsehen. Vielleicht läuft gerade ein Tierfilm. Pass mal auf, wir machen jetzt was, was Miss Clock gar nicht leiden kann. Ist die Opferzahl ungewiss. Na super. Sicher ist, dass der Luftangriff noch fortgesetzt wird. Nee, da läuft wohl nichts zur Beruhigung. Was kann man denn mit dem Lampenschirm machen? Du magst doch Schattenspiel. Schau mal, Rini. Der Elefant ist wieder da. Oh je. Kann ich hier irgendwie weg?
Nö, weiter weg geht irgendwie nicht. Sie bekommt immer Schluck auf, wenn sie sich fürchtet. Tja, was soll ich denn jetzt noch machen? Ich habe jetzt eigentlich alles angeklickt. Nochmal die Socke? Nee. Irgendwie nach links gucken geht nicht. Murmeln! Da haben wir noch was. Hier scheint etwas Besonderes möglich zu sein. Führe die beiden Symbole übereinander und klicke mit der linken Maustaste. Hinweis, du kannst die Umrisse im Optionsmenü abschalten. Das bringt mich auf etwas, das Rini bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin! Na? Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Nee, du hast ja nicht mal Bommeln. Und wo ist Bot? Hm? Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. Die nehmen sich jetzt die Murmeln. Eine Bommelmütze. Genau, wollte ich gerade sagen, dann nehmen wir dafür Lampenschirm, Bommel mit. Eselkopf. Hey, der hat Bommelohren. Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rini tue ich's. Okay. Ich nehme mal, jetzt quatsche ich wieder mit der, oder? Hallo Rini. Hallo Sedgwick. Wie geht's Bot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. Die Socke kann man auch gut als Raube nutzen. Oder wir nutzen Schattenspiegel. Aber wir nehmen die Socke. Ist lustiger, finde ich. Das da könnte ein Sockenspot werden. Tada! Heute gibt es eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Nicht lieber das Pupslied oder Röps-Alphabet? Pupslied finde ich besser. Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Sedgwick, bitte. Na schön. Die Geschichte von Sedgwick also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens IA. Entschuldigung. Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er sein Opa, sein Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot. Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone. Und noch was für die Prozefeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst meine Krone. Dass das hält. So, Krone. Da nehme ich für, wollte ich gerade sagen, nehme ich mal lieber den Lampenschirm. Ach, da ist sie ja. Tada! Der König von Silence. Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten. Die Mauern der Städte bröckelten. Und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedgwick wollte ihm das Lebenselixier bringen. Ganz so, wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? Die Glühbirne, oder?
Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Den Spiegel könnte ich auch nehmen, aber den nehmen wir mal lieber nicht, weil der ist kaputt. Vielleicht brauchen wir den woanders noch. Eigentlich ein ganz niedliches Spiel. Hallo, Kristallkugel. Hatte Shana auch so eine? Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedgwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Siehste, jetzt kann man nämlich den Spiegel gebrauchen. Sehr schön, okay. Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln. Sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag. Bereit, die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Hedwig, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Hedwig dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Ah! Oh. Reedy! Was ist denn jetzt los? Ich meine, klar, Bombeneinschlag, aber wieso schreit der Reedy? Wo soll die jetzt sein? Oh, verdammt. Reenie, geht's dir gut? Reenie! Oh, geht schon weiter. Artilleriefeuer. Na, Betonplatte wohl erstmal. Halte die Maustaste gedrückt und bewege die Maus gleichmäßig in die angegebene Richtung. Mit gedrückter Leertaste oder mittleren Maustaste kannst du dir alle Interaktionsmöglichkeiten zusätzliche Tipps anzeigen lassen. Möchtest du keine Tipps erhalten, so kannst du sie im Optionsmenü deaktivieren. Lass dir jetzt die Tipps zeigen. Okay. Echt? Was ist das? Achso. Ach, die Betonplatte auch noch. Alle Truppen an der Front. Auch Jugendliche sind angehalten, sich zu verpflichten. Oh, Gott sei Dank. Die Socke, mit der ich Spot gespielt habe. Hä? Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist. Seltsam. Hallo, Spot? Bist du da drin? Oh, bin ich... Reenie! Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Du blöde Kiste! Kann das sein, dass wir jetzt durch diesen Angriff vielleicht, weil wir eben gerade die Geschichte mit Spot und den Clown da gehört haben, hat sich ja am Ende rausgestellt, wir waren irgendwie anscheinend sehr krank, lagen im Krankenhausbett und hatten uns Spot und den Clown so gesehen nur, ja, vorgestellt, erfunden. Jetzt kann das wahrscheinlich, also durch den Angriff eben gerade, vielleicht sind wir jetzt in Koma und fangen jetzt gerade wieder an, das alles zu erfinden. Wir haben jetzt eben gerade gehört, die kleine Schwester klang ziemlich weit weg. Also klang so irgendwie so außerhalb irgendwie, das hat ja so Gehalt.
Also kann es eher sein, dass er wieder in so einer Art Koma ist und sich das jetzt alles hier wieder zusammenreimt. Deswegen kann er mit ihr nicht kommunizieren, aber kann sie hören. Man sagt ja, man kann mit Koma-Patienten auch reden und die würden einen hören können. Aber der Patient selber kann ja nicht reagieren. Leiser, verdammt! Das ist aber nett leise. Geh endlich aus! Treten, aber da habe ich kein Licht mehr. Ruhe! Really? Nach monatelanger Ruhe. Ein Hammer. Revisionen in Bereitschaft. Schluss jetzt! Finsternis. Was ist das? Ja, was das ist, werden wir erst im nächsten Teil erfahren. Wir sind bei 20 Minuten angekommen. Ja, das ist Silence. Seine Welt, die er sich wahrscheinlich vorstellt, während seiner Koma-Zeit wieder. Genau wie in der Zeit, wo er anscheinend sterbenskrank war. Ich bin echt mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist es sehr schön gearbeitet. Es scheint ein schönes Spiel zu sein, aber auch ziemlich ernsthaft. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ihr könnt mir natürlich einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, dann kriegt ihr natürlich in diesem Sinne Bescheid, wann der nächste Teil hochkommt und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten wieder. Oder vielleicht auch bei einem anderen Let's Play. Auf jeden Fall, das war Silence mit von Löher Gameplays als Hobby und auf Wiedersehen. Tschüss.